Oh, unsere Perle wurde geklaut. Und das Spiel ist eingefroren. Das war's? Hey Leute, Wado hier, willkommen zu einer weiteren Folge von D.Bio. Ich habe jetzt schon echt lange nichts mehr zu diesem Spiel gebracht, was irgendwie nicht gut ist, weil ich meine, ich liebe dieses Spiel und ihr mögt das auch sehr doll und deswegen ist es einfach ärgerlich, dass ich lange nicht mehr gebracht habe. Aber es gibt jetzt richtig viele Updates und zwar gibt es einfach neue Tiere und ein größeres Update und zwar gibt es einen neuen Modus. Und zwar die Perlenverteidigung. Ich habe da einmal reingeguckt, nicht so ganz gecheckt, was es ist. Wir nennen uns Pingu. Wenn ihr mein Video von vorgestern gesehen habt, werdet ihr wissen, dass Pingu das Beste ist, was jemals passiert ist. Und hier lädt irgendwie. Okay, wir gehen jetzt rein ins Spiel. Das sieht ist anscheinend ein bisschen anders, das Spiel. Es gibt irgendeine Perle und es gibt auch so ein Tore irgendwie rechts. Ich habe einmal kurz reingeguckt, ist nicht so richtig gecheckt. Vielleicht checken wir es jetzt mal. Es gibt auch neue Tiere, in die wir uns verwandeln können. Ich habe einfach mal Bock, bestimmt zu spielen. Okay, ich schwimme 15% schneller, wenn ich in der Nähe von anderen Tieren bin. Aber ich habe anscheinend einen Bug, weil ich bin unsichtbar. Ich bin nicht unsichtbar, da rechts bin ich. Ich bin Pingu. Ich habe erst nicht gecheckt, wer ich bin. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir so ein Tor. Und ich glaube wirklich, es gibt Perlen und die müssen wir da. Oder ist das die Perle? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall levelt man hier ultra schnell. Und es gibt zwei Seiten. Wir sind in Team Rot und es gibt noch Team Grün anscheind. Kann das Feld mal verschwinden? Das ist einfach mega spammig, einfach so ein riesiges Feld einfach in der Plattform zu haben. Ich meine, ist okay. Ist kein Problem. Aber es nervt ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen ist es nervig. Okay, wir schauen mal weiter. Das, so ein Team Grün Spasti. Komm, die machen fertig. Ja. Komm, die machen fertig. Holen dir. Yes! Du hast uns zwar dann aufgefressen alleine und mir gar keine Punkte davon abgegeben, was nicht so teammäßig geil ist, Maxwell. Aber dafür kriege ich ja hier. Ich hätte dasselbe gemacht, aber ich kritisiere trotzdem den Teamgeist von Maxwell. Ist nicht okay. Das ist nicht okay. Es geht richtig, richtig schnell in diesem Modus. Fällt mir gerade mal auf. Es geht ultra schnell. Ultra schnell, wie man hier levelt. Ist nicht verkehrt. So. Oh nein. Ich habe ein riesiges Problem jetzt. Einfach voll im gegnerischen Land. Ich bin jetzt tief in der gegnerischen Hälfte einfach. Nicht so cool. Ich muss schnell echt nach oben. Wobei, hier sind Punkte. Die nehme ich noch mit. Okay. So. Ich jump mal weg. Weil wenn du einen tötest, siehst du dann so aus wie der andere Fisch. Aber es macht ja gar keinen Sinn, wenn du eh so eine Teamfarbe hast. Fällt mir gerade mal auf. Das ist ja mega. Maxwell, das ist eigentlich über uns. Der hat 50.000 Punkte. Und wir haben 32.000. Okay. Oh. Oh nein. Weg. Oh. Unsere Perle wurde geklaut. Und das Spiel ist eingefroren. Das war's? Okay, ist egal, okay. Nicht beklagen. Direkt spielen. Jetzt sind wir auf der linken Seite. Jetzt sind wir das grüne Team. Anscheinend ist das die Perle. Okay, wir müssen schnell Punkte sammeln. Oh, wir haben schon direkt mega. Yo, okay. Kannst du mal bitte irgendwie. Ich gucke jetzt nur, ob der Wal unsere Perle einfach jetzt klaut und es dann wieder vorbei ist. Ja. Ja. Aber jetzt haben wir die Perle geklaut. Haben wir dann gewonnen? Ist das dann vorbei, wenn man die Perle klaut? Weil es ist jetzt ja eingefroren. Also, hat er gerade Sporen gelegt, die mich jetzt töten gerade? Komm, ich werde erstmal selber groß und stark. Ist krass. Ich werde doch jetzt, glaube ich, wieder öfter D.Bio bringen. Einfach, weil ich meine, komm schon, es gibt neue Tiere. Es gibt einen neuen Modi, der noch nicht so richtig geil ist, aber es gibt einen neuen Modi. Und da kann man auch mal ein bisschen was Spaß haben mit Pingu. Also, wenn ihr irgendwo jemanden seht, der Pingu heißt, das bin wahrscheinlich ich. Oder Bador. Bador oder Pingu, das bin ich. Und ansonsten irgendjemand anderes. Aber Pingu ist gut. So, wir fressen uns zu. Hier dauert es auch länger, bis man groß ist. Ich fresse jetzt den ganzen Boden auf. Und ich bin jetzt erst die Qualle. Ich dachte, ich wäre schon viel weiter. Ich wollte ein ganz anderes Tier sagen. Qualle, ja natürlich. Pingu, die Qualle. Komm, wir boosten mal ein bisschen. Kann ich ja machen. Ich muss mir auch voll merken jetzt, dass alle im Grunde böse sind. Ich habe noch so diese Einstellung, dass alle meine Freunde sind hier. Aber gar nicht. Ist ja gar nicht so. Ich habe ja gar nicht so viele Freunde. Das klingt nicht so deep gemeint. Gang Deutschland. Oh nee, der will mich bestimmt haben. Es wird hier so dünn. Ich komme hier nicht weg. Ich komme nicht weg. Okay, es wird hier so flach. Ich muss mich hier verstecken. Wieso kämpfen die denn nicht? Die kämpfen ja gar nicht. Warum nicht? Gang Deutschland und Mia. Warum kämpft ihr nicht? Oh Mann, diese Punkte. Hier sind ja gar nicht Punkte. Ich würde ganz so schön leveln, wie ich vorher gelevelt habe in dem Modi. Der halt broken war. Oh, ein Tiefseemonster. Ach, ich kann hier unten auch fressen. Komplett vergessen. Ich habe so lange nicht mehr gespielt, ich bin komplett raus. Mit so vielen Feinheiten zum Spiel.
Ich kann ja hier unten die Punkte sammeln. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Gibt auch richtig viele Punkte hier unten. Okay, uns fehlen jetzt noch 11%, 9%, 8%. Noch weniger Prozent. Okay. Wir können jetzt zum Pelikan werden. Und sind jetzt ziemlich sicher in der Luft. Okay. Warum bin ich eigentlich zum Pelikan? Ist überhaupt nicht so cool. Ist überhaupt nicht so cool. Vor allem macht er überhaupt keinen... Kann ich hier nicht... Ich dachte, als Pelikan kann ich Vögel fressen. Ich habe doch davor einen Vogel gefressen in diesem Perlenmodus. Oder? Habe ich mir das... Habe ich mir anscheinend eingebildet. Anscheinend ist der Pelikan doch nicht so krass, wie ich dachte. Schade. Schade. Schade, schade. Das heißt, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Das dauert jetzt ewig. Bis... Egal. Bitte, 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 komm schon. Was werden wir denn als nächstes? Habe ich gerade gar nicht so richtig auf dem Schirm. Was werden wir denn dann? Ich muss auf jeden Fall ein Pinguin werden. Das weiß ich, aber wann? Oh! Dammit. Ich muss gleich richtig... Zum Glück ist es hier nicht tief. Zum Glück ist es hier nicht tief und ich kann mich gleich befreien und wegdashen. Er hat mich nochmal, er hat mich nochmal. Weg, 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 okay. Puh, das war gefährlich. Das war tatsächlich gefährlich. Er hätte mich wahrscheinlich nicht holen können. Aber der Sauerstoff hätte mich eventuell töten können nach einer Zeit. Aber es war schon kritisch jetzt. Es war schon kritisch, er hat mich fast geholt. Und wir sind jetzt das nächste Tier. Jetzt sind wir das nächste Tier. Okay, und zwar... Ne, komm, ein Laternenfisch will ich werden. Ein Laternenfisch will ich werden. Dann müssen wir in die Tiefe. Cool Girl, lass mich bitte in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. Biber ist mir zu lästig eigentlich. Okay, okay, der soll der Biber hier runter unten kommen. Der traut sich nicht. Der traut sich nicht hin. Okay, die gelben kann ich nicht fressen. Ich kann die blauen und die roten fressen. Das ist im Grunde immer derselbe Rhythmus. In der Tiefe fühle ich mich am wohlsten. Ist zwar, es gibt zwar viele Fressfeinde hier unten. Im Grunde ein, diesen riesigen Rochen. Aber ansonsten fühle ich mich sehr wohl hier unten, weil die bekriegen sich gegenseitig. Ich glaube, die wollten mich eigentlich haben. Oh, hi Rochen. Hallo, 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 hallo. Du hast den Kopf auf den Boden gedrückt. Ja, okay, kannst du ruhig machen. Kannst du ruhig machen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, okay. Oh, er will mich. Aber die können mich nicht haben, weil ich bin schneller als die. Du kannst halt nicht gekriegt werden, so wenn du schneller bist als die Gegner. Das geht halt einfach nicht. So, Pingu ist halt einfach schneller. Pingu ist halt einfach schneller als alle anderen. Pingu ist super. Jetzt werden wir mit Pingu noch ein bisschen weiter hier unten farmen. Und ich, wenn nichts Spannendes passiert, bin ich gleich... Okay, wenn nichts Spannendes passiert, klatsche ich jetzt einmal und bin am Ende des Klatschers schon bei 10%. Achtung! Fertig! Oh, was passiert gerade? Was? Okay, er hat mich. Aber es macht hier fast gar nichts. Es macht hier kaum Schaden. Glaube ich. Wow, okay, wenn die mich double penetrieren, dann macht es schon... Okay, klatschen und dann... Okay, 10%. 10%, 9%. Mit Ansage. Mit Ansage, 10%, dann sind wir wirklich das nächste Tier. Ich glaube, das nächste Tier ist der Pinguin. Wir können gleich, glaube ich, zu Pingu werden. Und dann bleibe ich für immer ein Pinguin. Nein, ich werde nur... Ich will ja auch ein neues Tier werden. Ich hoffe, dass der Pinguin die Möglichkeit gibt, ein neues Tier zu werden. Weil du kannst ja nicht... Oh, ich glaube, der ist über mir. Warum ist mein Sichtfeld jetzt so klein geworden? Okay, 3% noch. 1% noch. Und okay, jetzt können wir zum Pinguin werden. Endlich. Okay. Ich hoffe, dass wir als Pinguin auch die Möglichkeit haben, dann weiterzukommen, tiertechnisch. Oh, wow, 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 wow. Warum ist unser Sichtfeld hier klein? Wir sind doch nicht mal im kalten Bereich. Warum war das Sichtfeld jetzt so? Okay. So, wir sind jetzt im kalten Bereich. Oh, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Tausende von... Okay. Im kalten Bereich levelst du aber recht schnell, weil du kannst hier... Kleine Babyfische auffressen. Ist brutal, aber muss man machen. Und wir sind Pingu der Pinguin, endlich. Hier kannst du so schnell hochleveln weg als Pinguin. Oh, ein Eisbär. Ich liebe den Eisbär. Der ist super. Der ist super. Es sei denn, wenn er mich fressen will, dann ist er nicht so super. Dann ist er nicht so super. Der kann nämlich Schneebälle werfen. Könnt ihr ja in meiner letzten Folge nachgucken, der ist richtig super. Der Eisbär. Eine meiner. Finde ich sogar die coolste Einheit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mit die coolste Einheit. Okay, wir sind ein Pinguin, wir sind in der Top 10 noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Aber wir sind ein Pinguin. Und gleich sind wir schon kein Pinguin mehr, weil es wirklich... Ich habe vergessen, dass Pinguine eine Sache brauchen, und zwar Luft. Luft. Pinguine atmen ganz gerne. Ist mir nicht aufgefallen. Und ich habe Pingu wieder sterben lassen. Okay, wir haben das Ziel erreicht, wir sind Pinguin geworden. Was bin ich jetzt, wenn ich wieder spawne? Ah, dann bin ich... Okay, nicht ultra weit hinten. Okay, dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns zur nächsten Folge von Deep.io. Ihr könnt ja mal meine Playlist durchgucken. Da habe ich ja schon eine Menge gespielt. Und
Ich werde in der nächsten Folge dann gucken, dass ich das nächste Tier werde. Es gibt ja neue Tiere. Und ich freue mich einfach drauf. Das nächste wird dann wahrscheinlich wieder so ein Community-Ding. Das heißt, ich werde auf Twitter bekannt geben, wenn ich spiele. Und dann könnt ihr mit mir zusammen joinen. Dann können wir zusammen spielen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Und ciao.